Zurück, City Skylines. Und Hannes hat einen durchaus lustigen, was auch immer, gebaut. Was ist das, Hannes? Nice, habe ich ja ewig nicht gesehen. Dalalala. Ich baue jetzt hier gerade so ein kleines Sportcenter. Aber was ist das rechts für ein Platz? Na, hier so Australian Football ist das, glaube ich. Aber der hat keine schöne Farbe, ne? Rugby oder was? Sieht ein bisschen dumm aus, oder? Vielleicht bauen wir da doch was Schöneres hin. Was haben wir denn noch so? Ice Skating. Tennisstadion, perfekt. Ach, Schlittschuhfahren würde ich auch ganz gerne mal wieder. Bang! So, der hier braucht auch noch Verstärkung. Also hier, Sport ist in diesem Bezirk doch recht angesagt. Das ist ein Dings. Was haben wir hier? Ein Tennisclub sogar. Quidditch, sagt einer, ja? Das könnte auch hinkommen. Den Tennisclub kriegen wir doch hier hinten noch hin, oder? Wenn ich jetzt sage... Geil, ne? Vielleicht. Aber das geht nicht, weil? Er muss an der Straße hier. Du siehst dieses Raster, was da entsteht. Das, ja. Und da muss er jetzt ans Netz. So. Ah, okay. Und das kommt auch schon mal ganz fresh. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen, da das alles nicht glatt ist, hebt sich dann durch das Acid die Erde so ein bisschen. Dann sieht das manchmal ein bisschen dumm aus, aber ich habe das hier jetzt extra schon ein bisschen erhöht, das kommt auch ganz niceig. So wie hier jetzt, so, zack. Fährt man da schön mit dem Auto at the edge and I'm about to do break. Jetzt bauen wir hier nochmal die Straße los, da. Können wir den jetzt noch da ransetzen? Yes. Aber wie wir sehen, irgendwas ist da merkwürdig. Dumm. Können wir das nochmal neu bauen, einfach? Dann müssen wir das jetzt hier mal glätten. Gerade machen. So, dann gucken wir nochmal. Oh, Schwein. Oh, cool, mit einer Hecke. So rum, aber wir hauen ihn mal so hin. Nein, er macht das nicht. Okay. Dann lassen wir ihn. So. Dann geht das doch. So, Tennisclub. Dies ist das. Die Straße brauchen wir nicht. Außer wir finden jetzt noch irgendwas Krasses. Noch mehr Tennis. Aber das lässt sich nicht. Weil sie snappen manchmal auch verschiedene an Sachen an. Mhm. Swim Club. Den haben wir halt drüben schon, aber ich. Was ist denn, was haben wir denn da noch so? Eishalle oder nicht? Ja, aber Eishalle finde ich jetzt auch nicht so. Mann, die snappen alle nicht, weißt du was? Wir lassen das hier weg. Schnappen wir uns noch ein paar Porkplätze. Ne, muss er ja auch porken. Porky Pork. Oh, wenn du welche siehst, sagst du Bescheid, ne? Da. Parking Lot. Perfekto Mat. Passt ja super. Sind die denn jetzt tatsächlich, also... Würden die Leute sich beschweren, wenn da keine Parkplätze sind? Oder ist es einfach nur, damit es vernünftig aussieht? Ja, ich finde, so sieht das jetzt irgendwie homogener aus. Pardon, dass ich wieder hier so schnupfen. Aber tue. Die Leute, es würden keine negativen Beschwerden der Bevölkerung kommen, wenn da keine Parkplätze wären? Das weiß ich gar nicht. Das könnte gut sein. Das ist so stumpf. Ich mache es jetzt einfach erstmal, einfach damit es ein bisschen, ich weiß, es ist nicht das Schönste vom Schönen. Hauptsache Wald.
Maple Tree, wo hast du dich versteckt? Den hast du wirklich gerne, ne? Ja, der macht das Ganze so ein bisschen, gibt dem ein bisschen Farbe. Oh ne, den hier. Also, das ist jetzt echt wildes Geklicke, aber... Guck schon, hast du doch Bock? Ja. Coolen Bug, wie du siehst. Ja, aber so ein Baum auf dem Parkplatz ist jetzt auch nicht schlecht. Das Blaue, meine ich. Ach so. Oh man, Buggy Mac Juice. Dennis, erzähl doch mal was. Ich hab nicht so viel zu erzählen, um ehrlich zu sein. Aber das ist natürlich doof mit dem Bug. Naja, egal, auf die sieht man von weitem nicht. Naja, gut, schon ein bisschen, aber. Ja, das ist echt ein bisschen doof, aber ey, komm. Das sieht doch ganz nice aus. Jetzt gucken wir mal eh. Jetzt kannst du hier Glücklichkeit. Wo was steht. Das bedeutet, das gibt den Menschen Glücklichkeitskram so. Und wir sehen ein, zwei Parks oder man könnte noch ein. Das ein oder andere. Ja, nehmen wir eher einen Park, glaube ich. Mhm. Den mache ich nachher auch dann noch hübsch. Da müsste man dann wahrscheinlich auch noch so Fußgängerwege ranbauen, oder? Ja, ich würde dann hier hinten, ich zeig dir gleich, wie ich das, wo ich das schon mal in ähnlicher Weise getan habe. So Parkplätze kann man eigentlich auch im Nachhinein nochmal. Ich baue jetzt erstmal blindlings hier irgendwo hin. So, und zwar zum Beispiel hier habe ich das gemacht, so wenn es Richtung Autobahn geht, habe ich hier so Wege gesetzt. Bäume und so. Dass die Leute da, ja, aber ist auch schon ein bisschen her, dass ich sowas mal gemacht habe. Also Manhattan ist schon recht ausgefeilt. Ja. Hier zum Beispiel. Guck dieses geile Gebiet mitten in der Dings an. So, aber jetzt geht's ja darum, jetzt müssen wir nämlich mal. Ja, ja, ihr habt alle keinen Strom. Jetzt geben wir nämlich dem Gebiet hier das, was da gebaut werden soll. Und da sagen wir jetzt auf der Seite. Grün sind Wohnhäuser, genau. Klein, also. Ich mache ja jetzt hier sozusagen das. Wie die sozusagen Baufläche. Genau. Und. Das machen wir eigentlich überall. Ich könnte jetzt eigentlich mal hier so machen. Okay, und dann macht er die eine Straße an. Du kannst nur an den Straßen das machen. Da soll keine da. Da siehst du jetzt auch schon, es startet auch schon. Mhm. Da wachsen die ersten Dings. Und wir müssen eigentlich hier starten, weil von da das, der Strom kommt. Und da machen wir das jetzt hier auch mal. Oh, mein Funk ist ausgegangen. Das gibt es doch wohl nicht, Dennis. Nee, da ist. Keine Batterie mehr. Ist alle. Battery is all. Vielleicht liegen hier noch irgendwo. Dennis auf der immerwährenden Reise. Wie war das? Auf der ewig währenden Reise. Ach, das war Sender, ne? Ich glaube. Auf der ewig. So, und hier, hier ist eine Batterie. Mir, noch ein bisschen Jägermeister. Könnte vielleicht ein kleines Wohngebiet sein, wo. Dann doch. Ein paar High Houses sind. So ein Paw.
ein kleines Ghetto. Ghetto, Ghetto. Hey, Hannes, spielst du City Skylines? Ich setz mich mal dazu. Natürlich, natürlich, sicher, Döner. Alles klar? Hat doch hier dieser fettes Boot, hat das doch. Fettes Bo. Das fette Bo. Hier, ich glaube, der wird schon aufgebaut, irgendwas anderes. Alvinovic. Alvino kiekt da um die Ecke. Mit seinen so, Alvino-Augen. Wir brauchen auch ein bisschen Gewerbe. Die Leute. Gewerbe, Gewerbe. Vielleicht. Wo kommt man schnell zur Autobahn und wieder runter? Hier ist, glaube ich, ganz gut. Hier so ein kleines Gewerbegebietchen machen, du. Was wird da so gebaut? Ja, Geschäfte und so. Massagesalons. Happy Ending Style. So, Häuser, Häuser, Häuser. Leute, ihr müsst ja auch einziehen. Irgendwas fehlt denen vielleicht noch. Vielleicht habe ich doch eine Auffahrt oder so falsch gemacht und die Menschen kommen gar nicht hin. Vielleicht ist es jetzt gerade noch der Strom, der fehlende. Das kann gut sein. Also ich sitze ja auch meist immer im Dunkeln, aber Strom. Ja, du kannst die Rechnung halt nicht bezahlen, ne? In meinem 300 Quadratmeter Loft. Dafür habe ich genug Dennis, Platz. Du spinnst. Ja, gut, es sind 250. Spinnst. Ich habe das Gefühl, hier fällt gleich eine Wand ein. So, hier oben habe ich nämlich gedacht, auch ein, zwei größere Houses. Zum Beispiel hier. Abwasser, schreibt einer. Ist denn da auch schon fürs Abwasser gesorgt? Ja, das ist. Kommt. Zählt mit ins normale Wasser. Genau. Nicht, dass da mal die Wurst liegen bleibt, wenn du verstehst, was ich meine. Verstehe ich nicht. So, da kommt Strom. Hey, guck dir das an. Bam. Jetzt kriegen die gleich Strom. Gleich Strom? Du erzählst einen Blödsinn, Dennis. Du erzählst echt nur Blödsinn. Großen Mann, dann nix da hinten. So, hier, da bauen wir mal noch. Auch hier, zack. Ein paar größere Gebootys. So, okay, ist ein bisschen Mensch, Dennis, du klingst ja überhaupt nicht gutig. Ach, das ist doch noch normal. Ist, dein Auswurf denn schon blutig? Das ist doch noch gar nichts. Gestern hatte ich so richtig schön Reizhusten. Ja, gestern warst du auch nicht da, ne? Nee. Von daher, einmal im Jahr darf ich auch mal krank sein. Das entscheide immer noch ich, Dennis. Ja, darf ich? Ja, aber so lange habe ich keine Zeit darauf zu warten, bis du da mal fertig bist mit deinem Mäusehirn. Okay, jetzt spackt das hier gerade ab. Hast du gespeichert? Ich speichere mal. Islands, guck mal, wie viel wir schon haben. Incoming, incoming, quick save. Islands. Jetzt nehmen wir das. Islands. Dennis nervt. Finde ich richtig geilen Namen. So, anscheinend ist gerade gar nicht so viel Nachfrage da. Darum kommen die Leute, ziehen die hier nicht ein. Um nämlich den Strom zu verbinden, wäre geil. Hier, da tut sich noch nichts. Ich will nicht überall Stromdings hier bauen. Aber da braucht nur was wachsen, dann kommt das von alleine. Ja, aber Strom wächst ja nicht einfach so. Aus dem Hintern raus, ne, Dennis? Aus dem Hintern raus. So, hier machen wir mal so. Hier ist noch ein bisschen Geschäftliches. Geschäft. So, speeden wir den Pimmel hier mal 3. Gib dem mal einen Boost.
Dann gucken wir uns das mal an. Hier, die sagen im Chat, die Jubiläumsband war top. Echt? Schön, das freut mich. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. It did. Oh, Chat, ihr seid gleich wieder gefragt, weil guck mal, was wir jetzt machen. Wir werden diesem Gebiet etwas zuweisen. Doch nicht etwa eine Nabel. Du bist ja drauf. Und damit machst du jetzt sozusagen, das ist ein Gebiet und... Genau, dem kann ich jetzt verschiedene... Vergiss nicht die Müllschippe. Dann kann ich jetzt auch noch verschiedene Policies geben, also irgendwelche Gesetze, Steuern und so. Anarchie. So, Shetty Matty, wir brauchen einen Namen. Du hast jetzt die Aufgabe, dem gleichen Namen zu geben. Also rauszusuchen. Buxte Huste. Oder Bukake was? Beach schreiben jetzt schon mehrere. Bukake Beach, ja. Finde ich nicht schlecht, Leute. Findet ihr es cool? Dann schreibt noch öfter. Sie sagen, reinlunsen ist auch geil. Oh, das finde ich vielleicht gar nicht so Schwanzfurt. Cool. Also manchmal ist der Chat ja auch ein bisschen witzig, ne? Nein. Ja, klar, Mann. Chat, ja. Immer Beste, sag ich. Immer Huste Beste. Bukakistan. Beach, please. Ja, ich glaube, Bukake Beach. Albino Village. Ja, nee, ich möchte bitte Albin nicht in meiner Stadt haben. Da geht's dir wie Hamburg. Lol. Da kann ein Herr Hannes köstlich drüber lachen. Ha. Deinen Witz. Ach so, das. Also, ich würde ja fast sagen, also zwischen Beach Please und Bukake Beach. Oder. Penis Beach. Dann müsste es Penis Beach. Ach, wegen Venice Beach, okay. Ah, mir tut schon wieder die Funke. Ich glaube. Weh. Was du glaubst. Dennis. Bukake Beach. Es wird? Ja. Was ist das hier? Table Tennis Park. Beachy Problem. Guck mal, Tischtennisplatz gibt's ja auch noch. Ich glaub, den Tischtennisplatz. Wie groß sind da die Schläger und die Bälle, dass man da einen eigenen Platz für braucht? Okay. Hallo! Du rastest hier. Du tilst ja vollkommen aus, Dennis. Beachy-Problemi oder was? Naja, fand ich halt witzig. Alter. Aber Bukake Beach ist schon. Den verschieben wir mal kurz. Los Cockles. Bämigkeit kennt keine Grenzen, Alter. Bukarest. Ach, wegen Bukarest, okay. Alter, ich hab's verstanden. Ein richtig smarten heute. Richtig ich smarten. Bin gerade so konzentriert, weißt du? Nee. Darum. Wenn ich konzentriert bin, dann darum brauche ich jemanden wie dich oder Steffen, der hier mal ein bisschen für Underholding sorgt, weißt du? Ja. Oh. So, jetzt haben wir doch hier hinten schon mal. Sieht doch richtig tollig aus. Mhm. Jetzt brauchen wir noch mal. Oh, die Bauanimationen gefallen mir auch. Ja, wenn ihr beim letzten Mal schon mit über Bukake geredet habt, dann wird es heute Bukake Beach werden. Finde ich gut. So hat man wenigstens das Gefühl, dass das ganze Dummgeschwätze auch ja, wenigstens minimalen Sinn hat.
Paint me as green. Hm. Rasen. Sieht man ja gar nicht. So, tut sich jetzt hier eben was. Jemand hat gesagt, du kannst ruhig schon Strom bauen, da die Nachfrage sowieso so langsam kommt. Machen wir das halt hier. Oh, du schweinegesichtiges... Du weißt schon, was ich meine. Alter, haben wir das hier draußen dann? Bau mir einen Strommast. Da steht ein Strommast im Tor. Ja, ja, ein Strommast im Tor. Da steht ein Strommast im Tor. Der ist so stromig. So. Entwickelt es sich denn? Komm, Strom. Go, go, Strom. Los jetzt. Ich tut sich auch nicht viel. Naja, so ist das dann. Du planst ein Stadtteil. Mit all seinen Sachen, die es braucht, wie Schulen und Polizei und so. Und dann sagst du, hier soll dies entstehen, da soll das entstehen. Und noch ein paar schöne Tannen. Oh, jetzt so ein schönes Tannenzäpfle. Mh, lecker gegrillt. Du weißt schon, was ein Tannenzäpfle ist? Nee. Der Chat weiß es. Das ist eine Apfelschorle. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Alles römische Dörfer, sage ich immer. Da steht ein Auto in meinem Kopf drinnen. Ich bin gerade so... bin schon wieder so fernab von allen. Ja, das zont dich immer richtig rein, ne? Also. Ist wirklich so. Also, dieses Spiel holt mich richtig ab, Dennis. You know? When you sit here and play that games, it's just so, wow. You have this feeling like, wow. No. Hier brauchen wir noch einen Way. Which goes this way. Nice try. Vielleicht. Ja, kann man den da anschummeln? Nicht so richtig. Alter, Dennis, lies mir mal mehr aus dem Chat vor. Ich bin so interessiert am Chat, aber ich bin so ruhig. Und lies mir mal bitte ein bisschen vor, was die Leute fragen und was so abgeht. Ich würde ja Fragen stellen, wenn da Fragen kommen, aber es ist mehr... Sie unterhalten sich untereinander. Was? Mino Laiko. Kommunikation ist was für Menschen und Computer. Alter, wer will da nicht hin? Kannst du nicht Leute bezahlen, um in deiner Stadt zu wohnen? Inwiefern? Jetzt reden sie über... weiß ich nicht. Ich soll dich zu Mutterwitzen animieren. Wie geht's dir so? Mir? Ja, ganz gut. Wie immer viel zu tun. In der Grafik. Aber sonst geht's mir echt ganz geil. Also ich bin ein bisschen, klar, ein bisschen angekränkelt, wie man ja merkt und wie auch schon mehrfach betont. Aber
Minole Nole Beschwero. I like this shit, bitch. So, der eine sagt, du sollst die Steuern erhöhen, der andere sagt, du sollst die Steuern senken. Was macht man da denn jetzt? Was macht er? Was ist denn hier los? So hier, das ist doch schon wieder Highlight, wenn ihr dabei seid. Zwei Leute haben auch gefragt, ob du nicht mal wieder so eine Point-of-View-Geschichte durch die Stadt machen kannst. Kann ich gleich mal machen, ja. Mit dem Auto fahren, meint ihr, oder gehen? Voll schreien so, hey, hört ihr mich? Chat, hallo! Hallo! Welche Mods benutzt du? Ja, es sind so Sachen, für die ich mich schon seit geraumer Zeit entschuldige, weil ich da immer nicht zu komme. Ich will mal alle Mods raussuchen und das hochladen, vielleicht auch meine Karte. Es ist einfach so, dass ich nur privat, dass ich privat nicht spielen kann. Da muss man wieder, ich muss den Rechner mal wieder mit nach Hause nehmen. Aber in letzter Zeit bin ich ja kaum zu Hause. Alle sagen Auto, 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 Helikopter, Auto, Auto, Auto. Helikopter. Hub, Hub, Hubschrauberangriff. Kennst du nicht? Nee. Du warst nie im Stadion? Doch. So, und guck, so kann man schon durch kurze Zeit ein bisschen mehr hier rausdödeln. Ich glaube, die haben jetzt auch alle Strom. Guck. Schön, da gehen überall die Lichter an. So, und hier sind die Los Geschäftos. Hannes, warum liest du nur blöde Fragen vor? Weil ich nicht vorlese, sondern Dennis. Das bin ich. Get your facts straight. So, dann müssen wir hier die Höhe. Ach, es gibt eine Helikopter-Mod, scheinbar. Können wir es nicht mehr. Ich finde hier diese. Das ist ja hässlich. Aber es lässt sich nicht verändern. Hm. Ja, aber das können wir mal machen. Wir haben noch keinen Namen. Bukake Beach war es, ja? Ja. Wie schreibt man das denn? Nee, oder? Ich glaube, am Anfang mit Doppel-K. Bukake. Alvin sagte, ich soll in meinen Browser-Verlauf gucken. Nur mal lieber seinen Browser verkaufen. Beach. So. So, jetzt können wir dem noch sagen, hier. Was geht hier ab? Oder wie ging das denn hier? Wie lang ist euer Arbeitstag bei Rocket Beans? Depends on the work to do. Ja. Lang meistens. So, guck mal, wir gucken jetzt hier mal dem Korb zu. Oh! Oh, da will er. Da will er abhauen. All cops are people. Das sollten sich manche Leute mal auf dem Dings schreiben. Das sind auch nur Familienväter, die darum sich kümmern, dass wir in einer großen Gesellschaft, wo es halt nicht mehr alles über einen Häuptling läuft oder darüber, dass man sagt, hey, wir sind eine Familie oder dass jeder jeden kennt, muss nun mal eine Staatsmacht her. Und die wird ausgeführt, das heißt die Exekutive, weil, was haben wir? Judikative. Und was war das andere? Exekutive. Judikative und Legislative. Sehr gut. Nee. Alter, jetzt wollt ihr in die Werbung, wo wir ja gerade Knowledge droppen. Und ACAB sieht man ja immer wieder. Und das Witzige ist, es ist wieder einer dieser witzigen Sachen, die Linksextremismus und Rechtsextremismus verbindet. Sowohl die Rechten als auch die Hartlinken tragen ACAB-Sachen oder haben es tätowiert, wo ich nur sage, hey, ihr habt was gemeinsam, ist das nicht schön? Polizisten sind auch nur Menschen. Es gibt sicherlich viele Schweine da draußen und viele, die menschlich einfach Arschlöcher sind. Die schwarze Schafe gibt es überall. Ganz genau. Okay, wir driven gleich mit ACAP